Servus und herzlich willkommen zum nächsten Video auf unserem YouTube-Kanal bei Weindanke. Für die, die sich fragen, warum jetzt so lange nichts passiert ist, liegt nicht daran, dass ich keinen Bock gehabt habe, sondern viel schlimmer, der Maxi, der das alles schneidet und filmt, hat Berufsschule gehabt. Und ich bin so ein Technik-Depp, wenn ich das alleine mache, mag das kein Mensch anschauen, weil das wäre eine Katastrophe. Deswegen haben wir jetzt eine kleine Pause gemacht. Ab heute geht's wieder weiter. Wir haben Sommer im Normalfall. Heißt, sau heiß, Sonnenschein, hockst auf der Terrasse und brauchst irgendwas zum Trinken dazu. Wasser ist super, Schorle ist super, aber irgendwann wird es ein bisschen spader und man mag doch mal was anderes trinken. Oder du magst mit deiner Frau, Freundin, Mann, Freund, was auch immer, die einfach Geschmack auf Terrasse, Balkon hocken und was trinken oder am See was trinken. Und genau dafür stelle ich euch halt drei verschiedene Sachen vor. Sachen, die man vielleicht so nicht erwartet, aber deswegen finde ich es eigentlich noch geiler. Das erste, was wir machen, mit dem wir anfangen, ist von Klaus Preisinger ein Klassiker, der Pusta Libre. Ist 20% Laurent. Einfach Flasche, sau cool, schaut aus wie Olifanta-Flaschen. Pusta Libre aus dem Grund, die Flasche bzw. die Trauben werden früh geerntet und deswegen kostet es nicht Pusta Libre, aber da die Weingärten auch in Ungarn sind, ist das einfach so die Anspielung auf Ungarn und das Burgenland. Sau cool. Zum Kalt trinken ist schon ein Klassiker, jedes Jahr ausverkauft, so viel kriegst du gar nicht, wie du es möchtest. Hast coolen Kirsch-Rhabarber-Geschmack in der Nase und am Gaumen. Sau cool, eisgekühlt, steht sogar drauf, dass man es kühlen soll. Also darfst du mal glauben, dass ich da keinen Schmarrn verzeihe. Siehst hier, gekühlt trinken, richtig cool. Sau bekannt, macht richtig, richtig Spaß. Das nächste ist auch aus dem Burgenland. Vom Andreas Ziniel, ein junger Winzer, macht richtig coole Sachen, ist sein zweigelter Neusiedler DRC. Wird im Normalfall warm trunken oder in Zimmertemperatur 16, 15, 16 Grad. In dem Fall, weil es Sommer ist, weil es heiß ist, kühlen wir uns den Wein runter, reduzierst ein bisschen die Säure durch das Kühlen und die Frucht kommt besser raus. Hast da ganz klassische Kirschnoten, ist was, was richtig Spaß macht. Sau cool zum Trinken, noch nicht ganz so bekannt wie der Pusta Libre, aber wir arbeiten dran. Andreas, also ich strenge mich wirklich an, gell? Und jetzt kommt was, wo die meisten sagen werden, spinnst du eigentlich? Ihr kennt es, ich habe meinen Lieblingsitaliener, der mag mich sau gern, weil ich jede Woche 4-5 Pizzen steuere zum Abholen. Und irgendwann denkt er sich, diese Deutsche, netter Mann, kriegt der Wein von mir. Natürlich, du besteuerst 4 Pizzen, zahlst 30 Euro, der schenkt dir keinen 40 Euro Wein, der gibt dir mit, habe ich eine Lambrusco, ganz gut. Kriegst einen Lambrusco, der schmeckt babsiers, Chemie, nach dem zweiten Schluck hast Kopfweh und denkst dir, boah, pfui, Teufel. Beim nächsten Mal sagst du, danke für die Pizza, brauche ich doch nicht. Das da hat mit dem, was du bei deinem Lieblingsitaliener kriegst, gar nichts zu tun. Ist biozertifiziert, Handarbeit von einem ganz kleinen Winzer in San Benedetto Po, ist so 60, 70 Kilometer unterhalb vom Gardasee, bei Mantua, ist richtig, richtig geil. Du hast, wenn du den aufmachst und vielleicht so 10 Minuten, Viertelstunde stehen lässt und atmen lässt, hast du volle, dunkle, ganz reife Kirschen, Johannisbeerduft an der Nase. Und am Gaumen hast du genau wie das gleiche, setzt sie fort, Kohlensäure ist super cool eingebunden, musst auch wirklich oberkühlen und das Gerät kannst du 2, 3, 4, 5 Stunden offen stehen lassen und das wird eigentlich nicht schlechter, sondern nur besser. Das einzige Problem in der ganzen Geschichte ist, wie möchtest du das 4 Stunden stehen lassen, das haut einfach nicht hin. Ich habe es einmal wirklich probiert, mit Gewalt, dann geht's, aber das ist eine Frechheit eigentlich. Ich hoffe, keiner von euch wird das machen, weil 4 Stunden sau hergeschenkt. Alle drei Weine gibt es bei uns in Garmisch im Laden, in der Bahnhofstraße 8. Dann natürlich unter weindanke.de. Kennt ihr im Steuern. Und der Maxi hinten gibt mir schon wieder Zeichen. Hey, wenn euch das Video gefallen hat, oder auch wenn es euch nicht gefallen hat, gell? Hey, lasst mir einfach ein Like da, lasst mir einen Kommentar da. Teilt es, schaut es zweimal an. Es war sau cool, wenn man irgendwann was dazu schreibt oder wenn jemand die Weine bestellt oder vielleicht hat es einer schon bestellt und getrunken.
lasst mal einen Kommentar unter das Video, wäre sau cool. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Hoffentlich Prost. Servus, ciao, bis zum nächsten Mal.